Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde hier bei Castle Story. Ja, die Zeit geht weiter. Man kann hier, selbst wenn man im Optionsmenü ist, wird hier eigentlich nicht gestoppt. Und das müssen wir hier jetzt natürlich gnadenlos hier irgendwie ausbaden, dass wir hier einfach direkt gleich weitermachen. So, wie sieht's hier aus? Hier habe ich mich natürlich mal wieder komplett verbaut. Und kann meine Mauer hier entsprechend nicht höher ziehen, weil ich die Treppe zu schnell habe bauen lassen. Schrott! Okay, müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir das am blödesten lösen? Wie sieht's hier aus? Kann ich schon zweiten Verteidiger machen? Nee. Und was ist hier unten aus meiner Mauer geworden? Gar nichts. Darauf haben sie keine Lust. Die möchte ich auch noch bauen. So, 3D wieder schauen. Ich brauche noch eine Türe dafür. Einmal. Türe. Wieder eine Schräge. Falsch rum, richtig rum. Und wir bauen einen. Und noch eine extra Mauer, damit es auch richtig schön groß aussieht. So. Wie sieht es da aus? Ah, die bauen auch hier schön weiter. Obwohl es mir eigentlich echt auch recht wäre, wenn sie hier meine Außenmauer irgendwie machen würden. Aber ich denke, da würde ich wohl hier an der Seite würde ich wahrscheinlich noch eine extra Wand hochziehen müssen oder eine extra Treppe, damit die auch auf diese Seite hier hochkommen. Dieses Mal bin ich ein bisschen klüger und werde es nicht gleich ganz so hochziehen. So, das sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Den hätte ich eigentlich echt auch unten irgendwie versammeln lassen können. Jetzt gleich geht's wieder los. Nächste Nacht. So, und jetzt bauen sie wenigstens hier los. Was macht er hier? Ach, den einen noch. Wo wollen die hin? Ah, klasse. Wir jagen sie auf jeden Fall ganz schnell zurück. Kommt, Jungs, ab nach Hause. Und der Karl-Heinz schafft es mal wieder natürlich nicht hier. Ah. Buba! Ab heim! Buba, geh rein! Oh, unsere Tür ist kaputt. Und der greift unsere Wand an. Okay, wir haben es überlebt. Dann du baust weiter, du gehst in die Mine. Du räumst hier ein bisschen auf. Und du hilfst auch mit beim Bauen. So, jetzt haben wir aber hier wieder ein bisschen was, womit wir auf die Verteidigung. Er hat noch ein bisschen Leben. Zwei müssten eigentlich reichen. Ich würde einen zusätzlichen Arbeiter einstellen. So, die hier lassen wir runtergehen. Und wir müssen unsere Tür hier vorne erneuern. So rum kürze.
aber auch keinen Arbeiter hier irgendwie nehmen kann, der das Ganze... Oh. Sieht echt katastrophenstellig aus, meine Mauer hier drüben. Aber es kam auch Gott sei Dank von der Seite noch niemand. Und ich überlege jetzt schon, wie ich die Außenmauer hier basteln soll. Weil, ja, ums Eck ist natürlich immer ein bisschen arg schwierig und blöd. Das heißt, entweder ich mache hier ein ganz langes Stück. Oder ich mache zwei Mauern und nehme diese Mine da hinten auch noch gleich mit. Gute Frage. Und die zweite gute Frage, warum bauen meine Hoshis da drüben nicht weiter? Okay, den einen, den Aufräumer, der wird wahrscheinlich jetzt auch schon fertig sein, ja. Den nehmen wir hier. Ah, jetzt bauen sie da unten weiter. Dann können wir hier unser Castle auch noch ein bisschen weiter bauen. Einmal, zweimal. Wobei ich jetzt eigentlich eher darauf achten sollte, dass das Ganze ja so ein bisschen mehr in die Außenverteidigung gehen sollte. So, die Reihe machen wir auch noch und dann bauen wir da oben auch wieder so einen Außenwall hin. Damit die da oben auf der Mauer auch ungestört gehen können. So, hier noch zwei. Dann kann ich hier auch mal anfangen, die Mauer noch, oder die Treppe noch um eins höher zu machen. Und hier machen wir auch wieder unseren Ansatz so mit dem Treppenaufgang. Hier sollte ich vielleicht noch ein bisschen intelligenter das Ganze machen. Weil wenn die Tür angreifen, dann wäre es ja blöd, wenn ich gar nicht runterschießen kann direkt. Deswegen mache ich hier den Gang vielleicht doch nach innen rein, damit sie hier oben zwar zu zweit laufen können, aber ja, nicht die Sicht behindert ist. So, schauen wir wieder die Perspektive, sieht gut aus. Und hier vielleicht so ein Einzelner, der nach außen guckt. So, noch 4 Minuten bis zum nächsten Angriff. Sieht nicht schlecht aus. Da unten die Mauern, ja, sieht beschissen aus. Und ich überlege, wie ich meine Verteidigungswand hier bastel. Sollen wir hier wieder ein Eck machen oder machen wir eine lange rüber? Ich glaube, ich mache eine lange, dann haben wir dahinter auch... Oder nee, ich mache es hier ums Eck. So, schauen wir mal. Da muss ich ein bisschen näher hin. Hier geht es nach oben. Drei. Noch ein bisschen. Und jetzt gehen wir ins Eck. Brauchen eine Tür wieder entsprechend. Und gehen... Na. Hier fällt ein Einzelner.
So, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann brauche ich hier wieder eine. Oh, ich habe gerade echt gedacht, sie kommen jetzt schon. Dann brauchen wir hier wieder eine Tür. Türen werden gleich eingerissen, also die sind eigentlich nur so Minimalverteidigung. Und hier wieder unseren Torbogen. Eins, zwei, na, drei, vier. Eins, zwei, drei. Na toll, unten ist es noch nicht mal fertig und du fängst hier schon an. Ganz klasse gemacht, Hoshi. Drei. Na, falsch angesetzt. Zwei, drei. So, das ist meine Vierer. Und dann setzen wir die wieder nach innen an. Tak, 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 tak. Hier ein einzelner nach außen. Und die, wo sie hoch können, die müssen natürlich entsprechend so gestaltet werden, dass sie auch hochkommen können. So, schauen wir mal. So. Du hast nichts zum Tun. Dann setzen wir dich auch beim entsprechenden Hausbau ein. Wie sieht's aus? Was können wir hier basteln? Kann ich immer noch keinen neuen Arbeiter mehr machen? Ich brauche neue Arbeiter. In 30 Sekunden ist die nächste Nacht. Okay, die Mauer sollte eigentlich halten. Über die klettern sie mir noch drüber. Das heißt, ich überlege gerade, ob ich sie weiterarbeiten lassen soll. Aber ich glaube, die einen... Na, wir schicken sie nach Hause. Komm. Ah, da hinten greift er schon an. Ja gut, die haben wir ja eh noch nicht. Aber hier kommen sie auch noch nicht drüber. Das heißt, uns fällt wirklich nur die eine Mauer. Was ist hier drüben los? So, den Ralfi, den müssen wir eigentlich irgendwie heilen. Ich brauche hier oben echt irgendwie einen Ausguck, dass ich zumindest mal an den Ecken irgendwie sie angreifen lassen kann. Okay, Ralfi. Aber wenn wir den nicht irgendwie besser hinbekommen... So, hier geht's. Entsprechend, hier, du räumst auf. Und du gehst in die Mine. Puh. Also es wird immer spannender hier. Entsprechend. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir haben die dritte Welle haben wir überstanden. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Bis dann. Ciao, ciao.